Monsieur, Dame, il faut cuisiner. Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin. Und ich bin angekommen bei Gastgewerbe 1.2. Hotel, Restaurant, Business. Und auf Französisch steht es hier falsch. Ich lese es richtig vor. La Hôtellerie et la Restauration. Wiederherstellung. 1.2. Gastgewerbe. Mit dem immer stärker werdenden Reise- und Geschäftsverkehr im 12. Jahrhundert veränderte sich die Situation. Die ursprünglichen Einrichtungen waren den zunehmenden Anforderungen und Bedürfnissen nicht mehr gewachsen. Aus diesem Grunde entwickelte sich das Beherbergen und Bewirten immer mehr zu einem Gewerbe. Es entstand das, was wir das Gastgewerbe nennen. Zwischen dem Gasthof der Anfangszeit mit seinem bescheidenen und begrenzten Angebot und dem modernen Hotel, das höchsten Ansprüchen gerecht wird, liegt jedoch ein langer Entwicklungsprozess. Dieser Prozess war stets gekennzeichnet durch die enge Beziehung zwischen dem Gastgewerbe auf der einen und den Bedürfnissen der Menschen auf der anderen Seite. Dann gibt es hier einen Kasten, der Gast im Mittelpunkt. Anforderungen und Erwartungen des Gastes beeinflussen unser Handeln, unser Ziel, der zufriedene Gast. Der Gast steht im Mittelpunkt unseres Tuns, nicht nur, weil er Geld bringt, sondern weil wir als Gastgeber Verpflichtungen nachkommen wollen. Das ist dieses Prinzip der Gastfreundschaft, das auf gegenseitig oder die Gastfreundschaft, die auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruht. Der Gast ist nicht für uns da, sondern wir haben für den Gast fit zu sein, finde ich eine relativ fragwürdige Einstellung manchmal. Naja. Ich glaube, als Koch hat man ihn vor allem satt zu machen, sodass er nicht krank wird. Meine Berufsauffassung davon. So. Es geht weiter mit gastgewerbliche Betriebe heute.